Hallo, ich begrüße euch zu einem kleinen Update-Video. Ich mache ja gerne jeden Monat zu Sabrinas Vintage Sticker Dream Shop ein kleines Update, was es neu in ihrem Shop gibt, und bestelle mir natürlich immer nur die Sticker, die mir auch zusagen. Letzten Monat hat sie ganz viel rausgebracht zum Thema Hochzeit, Kinder, Babys und so weiter. Da wurde ich leider nicht fündig. Dafür habe ich aber dann, ja, einfach mich auf meine Favoriten sozusagen verlassen. Und diesen Monat habe ich wieder was bestellt, was mir sehr, 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 sehr gefallen hat auf den Bildern. Wir sehen das ja dann immer als PR-Team schon etwas früher, was sie so an Motiven sich rausgesucht hat für den nächsten Monat. Und ich muss sagen, ich war absolut begeistert, denn sie hat ganz, ganz tolle neue Blüten- oder Blumenmotive rausgesucht, die wahnsinnig schöne Farben haben. Also es ist nicht sehr kräftig, aber es ist genau mein Geschmack. Und ich habe auch schon zu ihr gesagt, dass das meine neuen Lieblingssticker werden könnten, was das Blumenmotiv natürlich betrifft. Und da habe ich mir einmal dieses Set bestellt mit den Schirmen. Also Regenschirme würde ich es nicht unbedingt nennen. Für mich sind es eher Sonnenschirme, weil die so dezent und leicht aussehen. Und ein Set mit ganz normalen Blütenmotiven, die dann halt so ein bisschen Richtung Ranken gehen. Und ja, die finde ich wahnsinnig schön. Und was ich auch wahnsinnig schön finde, sind diese Damen hier. Und zwar sind die ganz schick im kleinen Schwarzen gekleidet sozusagen. Da hat sie zwei verschiedene Sets rausgebracht. Einmal dieses hier mit den Kleidchen, und das hier ist dann noch so ein bisschen, ja, so richtig alltagstauglich ist es vielleicht nicht, aber für mich geht es so ein bisschen in die Casual-Richtung. Also einmal eher schick und einmal ein bisschen mehr casual. Dann habe ich mir Nachschub geholt an Blumenmädels, denn da gehen mir langsam die Sticker aus. Habt ihr auch in der letzten Wochendeko gesehen. Die habe ich mir dann nochmal nachbestellt. Die sind aber nicht neu. Was aber noch neu ist, ist unter anderem dieses Set hier, und das ist ein Mini-Kit für Erin Condren. Also das sind wieder diese Box-Sticker. Ich packe das mal so ein bisschen beiseite, dass ihr die besser sehen könnt. Und das sind halt so Interior Bilder, die natürlich ja, mich ganz doll angesprochen haben. Und passend dazu hat sie dann immer Boxen und Flags und diverse Sticker. Und diesen Bogen mag ich auch immer sehr gerne, weil da ein Planer mit drauf ist und noch mehr Flags und Kreise und Hexagone. Und damit kriegt man mich ja bekanntlich immer. Passt farblich auch sehr gut mit diesem Blumenmotiv zusammen. Deswegen, ja, gefällt mir das besonders gut. Und ebenfalls noch ein neues Mini-Kit ist dieses hier, ebenfalls wieder Richtung Interior Design. Finde ich auch von den Farben super schön. Und selbes Prinzip, Flags, Kästchen und dann wieder der Sheet mit dem Planer und den Hexagonen und den Kreisen. Und das sind die Sticker, die ich mir quasi ausgesucht habe für diesen Monat. Sie hat natürlich immer noch mehr an Auswahl in ihrem Shop, auch mehr neue Sticker im Shop. Da könnt ihr natürlich gerne mal gucken. Der Link ist wie immer in der Infobox. Mit Dekoria 10 bekommt ihr auch immer 10% Rabatt, egal wann und wie und auf jede Bestellung. Und wenn ihr meinen Code benutzt, dann bekommt ihr auch noch diesen Sampler von mir. Den habe ich zusammen mit der lieben Sabrina gestaltet, kostenlos dazu. Das sind meine bisherigen floralen Motive von der lieben Sabrina. Aber ich glaube, die kriegen jetzt so ein bisschen den Rang abgelaufen. Aber ich mag den Sampler nach wie vor sehr gerne. Und wenn ihr mögt, dann ja, benutzt meinen Code und dann bekommt ihr den auch in eurer Bestellung mit dazu. Und dann war es das auch schon als kleines Update. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Set ihr auch bestellt hättet oder vielleicht habt. Und ja, welches euch besonders gut gefällt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!